Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch mal meine ganzen Frühstücksrezepte Basics in einem Video zusammengefasst. Diejenigen von euch, die meine Food Diaries schauen, werden schon das ein oder andere kennen, aber es ist vielleicht trotzdem ganz cool, mal das Basisrezept zu sehen. Wenn euch nur ein ganz bestimmtes Rezept interessiert, dann habe ich euch auch die Timestamps gemacht. Skippt dann einfach zu dem Rezept, was ihr gerade braucht, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Das erste Rezept, was ich euch zeigen möchte, ist 2023 echt zu meinen Lieblingsrezepten geworden, und zwar Bananen-Pancakes. Wer meine Food Diaries guckt, kennt die auch. Für die Pancakes benötigen wir eine reife Banane. Ich hatte noch eine eingefroren und habe die kurz auf dem Herd aufgetaut. Wichtig hier ist nur, dass ihr das Ganze nicht zu heiß werden lasst, weil sonst gleich das Ei im Teig schon stockt. Dazu kommt dann ein Ei und das wird dann schaumig gerührt. Danach kommen 40 Gramm Mehl dazu, zum Beispiel Dinkelvollkorn, 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Zimt. Das sind jetzt ca. 2 Esslöffel pro Pancake. Ich habe eine Zeit lang immer eingemacht, aber ich will die diesmal ein bisschen größer haben, damit man die besser stapeln kann. Und dann dauert es auch nicht so lange in der Pfanne. Ihr seht, hier kommen die ersten Blasen, und in der Regel ist das ein Zeichen dafür, dass man es wenden kann. Ich fange mal bei dem an. Yes! Ich esse meine Pancakes am allerliebsten mit Joghurt und heißen Beeren. Ein paar Samen oder Nüsse on top dürfen aber auch nicht fehlen. Jetzt kommt das Grundrezept schlechthin, nämlich ein Porridge-Rezept. Wie ihr seht, gab es das bei mir schon in allerlei Variationen. Für eine Portion benötigen wir ca. 70 Gramm Haferflocken und 250 Gramm Milch. Theoretisch könnte man auch etwas Milch durch Wasser ersetzen. Mit Milch wird es aber viel, viel cremiger. Das Wichtige bei Porridge, finde ich, ist, das wirklich langsam auf niedriger Hitze köcheln zu lassen. Und dann wird es richtig cremig. Da ich Hafermilch verwende, die ja relativ süß ist, gebe ich da jetzt auch keine extra Süße mehr dazu. Übrigens macht dieses Grundrezept auch wirklich nur satt, wenn ihr da noch Toppings wie Obst, Samen, Nüsse und so weiter dazu gebt. Ich mag beim Porridge am liebsten Banane und heiße Beeren. Hier seht ihr dann auch die Konsistenz vom fertigen Porridge. Für mich muss das Ganze sehr cremig und milchig sein und nicht zu fest. Falls ihr das aber lieber etwas dicker mögt, reduziert einfach die Flüssigkeit etwas oder lasst es noch etwas länger köcheln. Müsli ist ja eigentlich was, wo man nicht wirklich ein Rezept braucht, weil die Mengenverhältnisse ja komplett egal sind. Aber ich habe für mich, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis rausgefunden, wo es mir einfach immer gut schmeckt, und das zeige ich euch jetzt. Für das Müsli benötigen wir 50 Gramm Nüsse deiner Wahl. Bei mir gab es Mandeln und Walnüsse. Die werden dann grob gehackt. Wer mag, kann die Nüsse auch kurz anrösten. Das schmeckt auch mega gut. Dazu kommen dann 100 Gramm grobe Haferflocken, 50 Gramm Kerne oder Samen oder beides, 1 Teelöffel Zimt, eine Prise Salz und 50 Gramm Trockenobst. Je nach Größe würde ich das Ganze auch grob hacken, so wie ich das jetzt hier mit den Datteln gemacht habe. Fertig ist das Müsli. Let's try. So lecker. Ein Müsli wird manchmal ein bisschen vergessen bei dem ganzen Granola und so, was es gibt, aber nichts geht über ein gutes Müsli. Und das Müsli gibt es bei mir jetzt als Snack mit Milch, und ich lasse es immer ganz gerne kurz einweichen, und dann wird es richtig lecker.
Das Coole an diesem Müsli-Rezept ist, dass wir daraus auch ganz einfach einen Pfannen-Granola machen können oder auch eins im Ofen. Aber ich muss sagen, seitdem ich einmal Granola in der Pfanne gemacht habe, mache ich es gar nicht mehr im Ofen. Ich sehe gar nicht ein, dafür den Ofen anzuschalten. Dafür haben wir das Ganze jetzt in die Pfanne und dann haben wir gleich ein leckeres Granola. Hier wohl noch ein Hinweis, je nachdem welches Trockenobst ihr verwendet, also zum Beispiel Rosinen oder so, was eher auf der trockenen Seite ist, würde ich es dann erst nach dem Braten dazugeben und nicht wie jetzt schon vorher. Für das Granola kommt alles bei geringer bis mittlerer Hitze in eine Pfanne. Erstmal auch ohne Öl, damit das Ganze etwas antoasten kann. Nach so 4-5 Minuten auf mittlerer Stufe fängt es an, so geröstet zu riechen. Und jetzt geben wir auch das Kokosöl dazu. Ich habe nur die Hälfte gemacht, deswegen bei mir nur ein halber Teelöffel. Und gerne auch noch etwas Ahornsirup. Und das Ganze wird dann noch kurz karamellisiert. So, das Granola oder die Toasted Oats eher. Granola wäre ja, wenn es wirklich mehr so chunky ist. Lasse ich jetzt abkühlen, bis die vollständig abgekühlt sind und dann können wir sie in eine Dose packen. Ich finde tatsächlich, dass Müsli am besten in Milch schmeckt und so Granola am besten oder Toasted Oats auf Joghurt oder Smoothie Bowls. Jetzt zeige ich euch mein liebstes Bananenbrot-Rezept. Beziehungsweise, was heißt ja eigentlich mein liebstes? Ich habe nämlich noch nie ein anderes gebacken. Seit ich das Rezept das erste Mal probiert habe in meiner Corona-Bananenbrot-Backphase, habe ich nie wieder ein anderes austesten wollen, weil ich direkt so zufrieden war. Das Rezept ist übrigens von Chefkoch und kommt ganz ohne extra Fett oder Zucker aus, weil ich finde, viele Bananenbrot-Rezepte gehen dann doch mehr in eine Kuchenrichtung. Für das Bananenbrot benötigen wir 100 Gramm geriebenen Apfel. Alternativ könnt ihr auch Apfelmark nehmen, das habe ich auch schon oft gemacht. Zu dem Apfel kommen dann 3 sehr reife Bananen, je reifer, desto besser. Das rührt ihr dann mit 2 Eiern so lange, bis es richtig schaumig wird. Hier erkennt man das Schaumige auch ganz gut. Dazu gebe ich dann immer ganz gerne Dinkel-Vollkornmehl, ein halbes Päckchen Backpulver und noch einen Teelöffel Zimt. Nüsse dürfen, wie ich finde, in einem Bananenbrot auch nicht fehlen. Bei mir gab es insgesamt 50 Gramm Paranüsse und Walnüsse dabei. Weil man ja von den Paranüssen nicht so viel essen soll, also ich glaube nicht mehr als 2 pro Tag, würde ich hier auch maximal 8 Stück in das Brot geben. Das Ganze wird dann ca. 45 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken. So sieht das Brot jetzt nach dem Backen aus. Das ist auch ganz normal, dass es jetzt noch beim Abkühlen ein bisschen einsacken wird, weil Bananenbrot ja eh immer mehr so feuchteres Brot ist. Genau, das lasse ich jetzt abkühlen. Dann wird es mega lecker. Ich finde, dass das Brot für ca. 3 bis 4 Frühstücksportionen reicht. Ich toaste das auch immer gerne frisch auf und gebe dann reichlich Joghurt und warme Beeren dazu und toppe es noch mit ein paar Samen. Was auch immer geht, finde ich, ist ein Peanut Butter and Jelly Brot. Und passend dazu zeige ich euch direkt noch das Rezept für eine Chia Marmelade aus 2 Zutaten, einfach weil es super easy ist. Für die Marmelade habe ich 400 Gramm Beeren, in meinem Fall Erdbeeren, in einem Topf bei geringer Hitze auftauen lassen. Dabei habe ich dann gelegentlich umgerührt, damit auch nichts anbrennen kann. Sobald die Beeren komplett aufgetaut sind, können sie entweder mit einer Gabel zerdrückt oder direkt püriert werden. Ich finde, nur bei großen Beeren wie Erdbeeren ist Pürieren einfach einfacher. Da habe ich dann 6 Teelöffel Chiasamen hinzugegeben und das Ganze kurz im Topf quellen lassen und dann in Gläser abgefüllt. Die Chiasamen ziehen auch im Glas noch weiter, das heißt, die Marmelade muss gar nicht unbedingt wie richtige Marmelade aufgekocht werden, wodurch wir uns natürlich noch ein paar Vitamine erhalten können, was ja auch ganz cool ist. Wenn ihr das aber ein paar Tage länger aufbewahren wollt, kocht das gerne einmal auf.
Generell muss man aber auch sagen, dass das Ganze natürlich ohne Zucker bei weitem nicht so lange haltbar ist wie richtige Marmelade. Baked Oatmeal habe ich letztes Jahr richtig für mich entdeckt, seitdem ich das Rezept einmal für ein Frühstücksvideo ausprobiert habe. Hier also ein Grundrezept dazu, das ihr ganz einfach nach eurem Belieben anpassen könnt. Für 2 Portionen Baked Oatmeal benötigen wir 100 Gramm Haferflocken. Ich nehme da gerne grobe. 1 Teelöffel Zimt, 1/2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 250 ml Milch. Je nachdem, welche Milch ihr nehmt, könnt ihr auch gerne etwas Süße dazu geben. 40 Gramm Nüsse und 150 Gramm Obst eurer Wahl. Das Rezept sollte mit jeglichem Obst funktionieren und ich ersetze im Winter auch ganz gerne Zimt durch Lebkuchengewürz. Das Ganze geht dann für 35 bis 45 Minuten in den Ofen, den ich hier übrigens nicht extra vorgeheizt habe. Wichtig ist einfach, dass alles fest ist und einigermaßen zusammenhält. So sehen die Baked Oats jetzt aus. Normalerweise mache ich die doppelte Menge in einer großen Auflaufform, aber weil ich die sowieso immer in der Glasform in den Kühlschrank stelle und darin auch im Airfryer wieder aufbacke, habe ich die jetzt mal direkt da drin gebacken und sie sehen tatsächlich genauso gut aus wie in der großen. Richtig gut. Das lasse ich jetzt abkühlen und wir haben zwar keine Mikrowelle, aber darin wird es auf jeden Fall auch gut gehen, weil Baked Oats sind eher in die weiche, saftige Richtung und knusprig sind die nicht wirklich. Also es ist wirklich weich, deswegen kann man es auch in der Mikro kurz aufwärmen. Die Baked Oats waren wirklich so, so lecker. Ich finde, Apfel und Birne passen da immer richtig gut rein. Nächstes Mal will ich aber auf jeden Fall mal welche mit Beeren machen. Diesen Green Smoothie gab es bei uns letztes Jahr vor allen Dingen im Sommer so, so oft. Der Smoothie alleine reicht nicht zum Frühstück aus, sondern den gab es bei uns immer einfach dabei. Hier drin sind jetzt schon mal 300 ml Wasser. Zu dem Wasser kommt dann noch eine reife Banane, 100 Gramm Spinat. Ich nehme tatsächlich öfters TK-Spinat, dann ist der bei weitem nicht so voluminös wie jetzt Babyspinat. Ein kleiner Tipp, wenn ihr gefrorene Banane oder gefrorenen Spinat oder beides gefroren verwendet, benutze ich immer warmes Wasser, weil dann taut es ein bisschen an und es ist für den Mixer viel leichter zu pürieren. Dazu kommt noch 1 Teelöffel Zimt, 1 Esslöffel Samen oder Nüsse, bei mir gab es Hanfsamen dabei und noch 2 Datteln für etwas extra Süße. Das ist der fertige Spinat. Spinat. So gut. Das Rezept, was ich euch jetzt zeige, ist ein Basis-Overnight-Oats-Rezept. Ich finde, bei Overnight-Oats geht es eigentlich nur ums richtige Verhältnis von Flüssigkeit zu Haferflocken. Manchmal freestyle ich das und dann ist es entweder viel zu trocken oder viel zu flüssig. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich so ein gutes Mengenverhältnis herausgefunden und das zeige ich euch jetzt. Die Overnight-Oats sind super schnell vorbereitet. Für circa eine Portion gebt ihr einfach 70 Gramm feine Haferflocken, 1 Esslöffel Kerne oder gehackte Nüsse, 1 bis 2 Teelöffel Chiasamen, 150 Gramm Milch und 100 Gramm Wasser oder einfach mehr Milch, 1 Teelöffel Zimt und 1 Teelöffel Süße eurer Wahl, wenn anders als bei mir noch genug davon da ist, und eine Prise Zimt in eine Schüssel und verrührt das Ganze gründlich. So, jetzt ist der Punkt, wo ihr überlegen müsst, ob ihr schon Obst mit da reingeben wollt. Dann könnt ihr es am nächsten Morgen einfach schon so essen oder ob ihr es lieber frisch da drauf macht. Ich mag zum Beispiel Bananen oder Apfel, also alles, was schnell braun wird, lieber frisch, und Beeren und so kann man sich aber richtig gut schon so unterrühren. Das geht dann für ein paar Stunden oder am besten über Nacht in den Kühlschrank. Fertig sind die Overnight Oats. Ich finde, die sind so perfekt von der Konsistenz. Also eher auf der
cremigen Seite und noch so ein bisschen Flüssigkeit. Aber wenn ihr die lieber fester mögt, ich weiß, dass viele Rezepte etwas fester sind, dann lasst einfach das Wasser weg. Und ich schneide mir da jetzt noch eine Banane zu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn die Rezepte diesmal natürlich sehr basic und wenig ausgefallen waren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Ciao!